Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli Part. Wir sind in Lavandia. Und ich habe gerade noch was gegessen, ein bisschen gestärkt und so. Damit wir auch weiter am Start sind, sind mittlerweile seit fast 9 Stunden live. Und wollen jetzt in den Pokémon-Turm hochgehen. Das ist auf jeden Fall mal unser Ziel. Das ist voll angenehm, nur mit dem Joy-Con zu spielen, ohne Witz. Oh, jetzt habe ich den zu Orange geistig etwas abwesend. Weiß Bescheid. Lol. Linda, ich zahle mit meiner Liebe. Okay. So. Haben wir gemacht. Okay, das Grab ist ja so weiß, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. X-Angriff. Das ist der typische Orange, ist einfach so. Okay. Aber ich verstehe das einfach nicht. Warum haben die ausgerechnet mich zum Dienst im Pokémon-Turm eingestellt, wo sie doch genau wissen, wie ängstlich ich bin? Du bist, geh mich kämpfen, ich bin aber ziemlich stark. Und los geht's. Ich hab einfach mega Angst. Wäre lustig, wenn sie auch jetzt auch vom Sprite her so richtig ängstlich wäre, aber ist sie einfach nicht. Die Tabea. Und das war's auch für heute. Wenn es euch mal lassen, positiv hört und da Like nicht vergessen. Okay. Nur ein Kleinstein. Ich meine, ich habe nichts auf Erfahrung gegen Kleinstein, aber die soll krass sein, aber die hat nur einen Kleinstein, okay. Ich gebe das mal so hin. Die hätten dir wenigstens einen Gerock geben können. Da hatte ich schon krassere Coach-Trainer und Gast-Trainer und was weiß ich, was. Selbst wenn ich Steinnagel kann oder nicht. Und Blättertanz. Bitte flinch mich nicht. Nice. Tot. Einfach dreimal tot. Deine Fähigkeit als Trainer jagen mir Angst ein. Ja, bekomme ich Steinhagel als TM. Bitte, 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 bitte. Okay, 5 Evoli-Bonbons sind auch nice. Kann man nichts gegen sagen. Apropos Bonbonglas, Stärkebonbon, Großbonbon, Verteidigung war das, ne? Mentalbonbon, Spezialverteidigung, Angriff plus. Haben wir mal auf Mira drauf. Der braucht 2. Heftig. Liebe die Bonbon. Auf Orange. Also Orange wird einfach immer stärker und stärker. Das ist so insane. Okay. Flottbonbon ist Initiative. Kann man eigentlich effern. Einige reinhauen. Okay, Linda. Lol, Linda, einfach neue Farbe. Okay, jetzt braucht er schon 2 für die Initiative. Okay. Dann gehen die auch ein bisschen schneller weg. Der wird einfach der schnellste Arcani der Welt. Und dann geben wir Jerry noch eine. Okay, aber wir haben auch noch hier Verteidigung. Das war Verteidigung, ne? Also, nee, Mental ist Spezialverteidigung, okay. Robust war Verteidigung. Und Erik hat ein Verteidigungspluswesen, ne? Sick. Ups. Ah, dann Erik braucht schon 6 von den Dingern. Heftig. Krass. Und dann haben wir auch noch KP. Die hauen wir auch auf Erik drauf. So verteilt man die Faust in 2018, liebe Leute. Voll broken. Ach ja, wir haben noch einen. Kann man sich ja auch mal gönnen, ne? Okay, gehen wir weiter. Hey, Tragosso. Es ist nirgends zu sehen. Hm? Was ist das? Ein What the fuck? Gespenster! Verlass diesen Ort, verlass diesen Ort! So, komm ran!
Ich verlasse dir gleich ein. Alter, das hat jetzt einen merkwürdigen Schweif. Grosso. Oh, du kannst dich auch gehen, Tragosso, bleib stark. Tragosso sieht unheimlich traurig aus, als ist die Tremorin. Alter, mein Herz. Okay, was sagt Neboli dazu? Die unheimliche Atmosphäre hat Orange verängstigt. Alter, Orange, kannst du nicht machen, Mann. Dann müssen wir eine Runde mit dir spielen. Jetzt willst du doch. Oh nein, du willst nur was essen. So wie immer. Hm? So kennen wir dich, ne? Gönn dir. Alter, die spawnen hier ja richtig. Hilfe! Alter, die sind ja richtig darauf aus, mich zu jagen. What the fuck? Kann ich noch nicht machen. Ja, das finde ich mal. Alter, die sehen richtig creepy aus. Nebulak im Pokédex. Oh, stimmt, wir haben Biss auf Effern. Yo, let's go. Als ob der Sucker Punch kann. Come on. Okay. Easy. Ach, man erlöst die, wenn man die besiegt. Lol. Und ein Aufhänger. Die sollte ich mal in Zukunft benutzen, ohne Witz. Die sind halt mega langsam. Aber die verfolgen einen halt. Das ist ein bisschen crazy. Ups, ich wollte nicht Photoshop öffnen. So. Lauf mal in deinen Geist wegen der Animation. Stimmt, machen wir gleich. Also wir werden bestimmt gleich eh noch von einem verfolgt und es läuft dann in uns rein und so. Ihr wisst Bescheid, ne? Ist einfach safe and kill. Ja. Ich bin eins von den Gespenstern und verfolge dich real genau seit 6 Stunden und 2 Minuten. Nice. Wir sind auch gleich seit 9 Stunden live, Alter. Das ist crazy. Und der ist der Anfang, Leute. Mal schauen, wie lange ich schlussendlich wirklich streamen werde. Aber ich habe echt Bock, durchzuziehen. Hier sind so viele Exorzisten. Sind eigentlich Exorzisten nicht dazu da, um Dinge voneinander befreien und nicht 24, habe ich gehört. Wie gesagt, wenn ich es schaffe, wird es 24 ergeben. Also sind die nicht eigentlich dazu da, um Dinge zu befreien und nicht um verfallen zu werden? Vor allem so viele, Alter. Holy shit. Das ist crazy. Aha, das ist der Anfang. Oder wie? Hm? Drei Pokéwelle bekommen. Und ein super Trank. Musik ist so sick, ne? Ein Fluchtseil. Kennst du den Film? Welchen Film? Jetzt bin ich überfragt. Danke, Linda. Super, super lieb. Vielen lieben Dank. Achso, Exorzisten können auch ein Metrum sein und somit von Geistern kontrolliert werden. Ja. Achso, ihr meint den Film Exorzist, ne? Ja, den kenne ich. Habe ich auch gesehen. Aber ich bin da nicht so deep in dem Exorzismus-Universum drin. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Tschüss, Apollo. Bist du wieder für Tiefschlag gegangen, ne? Ich war ja ganz kurz auf Twitter. Schon höre ich, wie ich wieder geboxt werde. Okay, weiter geht's. Okay. Ist eigentlich voll scheiße. Aber hey, immer eine neue TM. Ich will am Ende alles haben, von daher passt es. Da zählen dann natürlich auch die TMs dazu.
Verdammte, die sehen so creepy aus. Mal raus zum Schlafen gehen, morgen arbeiten. Allen noch viel Spaß beim Stream und bis demnächst. Aslak, sag mal, danke, dass du da warst und mach's gut. Hey, bist du Safe-Profi auf dem Miet, Leute. Exorzismus ist mein zweiter Vorname. Eigentlich ist er Maurice, aber nimmt sich ja nicht viel, ne? Wie viele Biss habe ich eigentlich noch? Wie viele Biss hat man allgemein? 10 oder 15 oder 20 oder 25 sogar? Ich weiß tatsächlich gar nicht. Ich hoffe, wir haben auf jeden Fall noch genug bis zum Poke-Center oder zum Heal-Spot. Verlass die Nord, verlass die Nord. Werden wir runtergeschickt wieder? Ah, okay, deswegen muss man vor den Dingern auch ausweichen. Das heißt, ich habe sogar alles richtig gemacht. Crazy. Das heißt, sie haben halt wirklich nicht mal eine Animation. Der ist schon verrückt. Ach, dann bin ich den eben ja voll gut ausgewichen, den drei Dingern. Erstmal sein Kind Exorzismus nennen. Fast gleich, einfach Exorzismus, Maurice. Wie gesagt, nimmt sie nicht viel. Ah, Sonoko, die alte Gute. Apollo sieht auch echt nice aus. Nach einer kurzen Unterbrechung wieder back. Animation war nice. Animation war mega. Ich kriege aber echt nicht viele Erfahrungspunkte. Das ist echt sad. Bitte nicht jagen. Ich will nur den Hyperheiler hier, bitte. Was will Evo nicht mehr sagen? Hat es immer noch Angst? Ja. Okay. Chill. Alter, gibt's irgendwo einen Checkpoint? Yo, chill mal. Da kommen richtig viele. Einer von uns. Okay. Apollo, gar kein Problem. Ja, passt einfach durch. Manche Lücken nicht durch. Und sieht immer so aus, als würde man es zurücklassen. Ja, so käme mich in der... Ach, Mira. Apollo am Schlecken. Ich am Organisieren. Die haben alle so japanische Namen, das ist voll cool. So. Spirituelle Kraft, ne? Heilen und so weiter. Kennt man ja. Gib mir deine Seele. Alter, was sagen die für crazy Sachen? War das damals in Rot-Blau aus? Ja, ne? Mikoto... Hinatoto, Shokoto, Schokolade. Wie entwickelt sich Japan und so weiter? Wahrscheinlich übertauscht. So wie halt vorher auch. Okay, man hat eh 25 bis. Das heißt, da haben wir mehr als genug eigentlich noch. Ich frage mich, ob wir gleich noch einen Gengar sehen, bevor wir... ob einer von denen hier einen Gengar hat, das kann ich mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall nice. Vor allem für den Pokédex. Ich freue mich schon voll, die Musik in Videos zu benutzen. Einfach so schön. Die nächste heißt dann sicher Okoto. Safe. Okay, wie gehen wir das jetzt geschickt an? Die hier rechts will gar nicht mit uns kämpfen, ne? Okay. Alter, da sind jetzt schon drei Stück. Die Frage ist, ist da unten ein Item? Da, die Shizuru. Alter, vier Pokémon. Ich glaube, ich habe bisher noch nicht einen Trainer mit vier Pokémon. Ich habe bisher noch nicht gegen einen Trainer mit vier Pokémon gekämpft. Das ist crazy. Vor allem, ich muss die ganze Zeit nur A-Spam. Weil ich die ganze Zeit Biss einsetzen kann.
Ja, was geht so bei euch? Hau doch mal raus. Leute, warte, der hat es gerade überlebt. Ne, ist hier für Tiefschlag gegangen, ne? Okay. Ja, wahrscheinlich. Oh. Achso. Ich spam gerade die ganze Zeit ab, habe einfach nicht geguckt, was passiert. Okay. Concentration. Im Real Life spam ich auch immer A. Man kennt's. Man ist gerade im Bewerbungsgespräch, einfach A spammen. Ab und zu mal B, um Nein sagen. Ab und zu mal A, um Ja sagen. So läuft es. Und besiegt. Sweet. Einfach mal A-Span. Job ist sicher. Safe. Okay. So, jetzt schnell noch das Item holen. Da, 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 da. Ein Eisschein. Yo, 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 yo. Das ist für Vulpix zu Vulnona. Und jetzt noch gegen die schnell kämpfen. Alter, die sind direkt neben mir, die Geister. Die haben richtig Bock. Ich frage mich, ob ich von denen noch wegkomme. Die Kaioko. Die 20-fache Kaioken. Eisstein ist nice. Ich hoffe, man kann sich vor der nächsten Arena schon Alola Vulpix holen. Das wäre nice. Weil dann würde ich wahrscheinlich sogar Alola Vulnona mit in die Arena nehmen. Hätte ich echt Bock zu. Ja, wäre nice. Der Orange ist einfach schon 35. Das ist heftig. Vor allem können wir da Alola Vulnona dann auch noch mit in die 8 Arena nehmen. Das wäre auch nice. Lena, du darfst gerne Alola Vulpix sein. Okay, okay, und jetzt schnell weg. Okay, die haben zum Glück so eine sekündige Spawnzeit, wie es ausgeschaut hat. Warte, kam hier nicht von hier? Safe. Dann heilen wir einfach nochmal schnell hoch. Weil man muss doch immer weiter nach oben. Würde mich jetzt wundern, wenn ich auf einmal nach unten muss. Ich bin gefangen. Okay, es geht. Da die Savako. Ach, die haben alle so asiatische Namen. Das ist richtig sick. Oh, Toxic. Jo, warte, der hat das überlebt. Welches Level ist das, Apollo? 32? Woher kommt auf einmal Apollo Level 32? Waren die nicht gerade eben die ganze Zeit noch Level 25? Wann haben die so viel trainiert? Wann haben die so ein Upgrade bekommen? Kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, ich Level 33, nice. Ich bin seit 9 Stunden und 7 Minuten on. Der Bock, der hat richtig Bock. Welches Level ist das? Auch 32. Oh, Tiefschlag. Alter, das ist mittlerweile tatsächlich gar nicht so geil. Oh, ein Crit, oder? Nee, okay. Der eben hatte scheinbar einfach nur ein Deathwesen oder so. Ich bin gestern eingeschlafen im Stream und jetzt aufgewacht und der läuft immer noch. Hä, gestern? Ich habe doch gestern gar nicht gestreamt, Eskimo. Nee, gestern habe ich gar nicht gestreamt. Okay, Fireflash reicht auch Level 28, das ist nice. Ohne Witz, die Pokémon bekommen safe mehr Erfahrungspunkte. Alter, macht das mittlerweile viel Schaden. Okay, wir wechseln mal raus. Das Gute ist, dass es hier noch keine Schwebe gibt. Ach, bin in Australien. Ah, okay, 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 okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Und dann gönnen wir uns jetzt hier den Schaufler. Weil die haben noch keine Schwebe. Und dadurch sind die garbage. Das ist so weird, Apollo mit Schaufler anzugreifen. Aber es funktioniert. Deswegen beschwere ich mich nicht.
Okay. Ah, oh Gott, ich habe einfach den Geist neben mir voll ausgeblendet gerade. Voll vergessen, dass ich von den Dingern ja ausweichen muss. Mann, ist voll anstrengend. Richtig stressig. Mann, ihr macht es mir aber auch echt schwer, ne? 3 Stück jetzt schon. Okay, die sind gerade alle verschwunden. Okay. Okay, wie soll ich hier jetzt bitte wieder rauskommen? Ich glaube, ich muss zuerst rausgehen. Mir das Item dann... Nee, ich muss so eine Runde... Marika, ich muss so eine Runde gehen und dann mir später das Item holen. Ah, das ist so stressig. Die ist wieder Level 25 mit Nebulak sogar. Die eben hat einfach... Ich glaube, 3 Apollo Level 32, ne? Kommst du meine Nachricht nicht mit? Doch, doch. Am Glück, dass du kein Koreaner bist, oder? Meinst du die? Warum sind die jetzt wieder Level 25? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Wie lange erhält eigentlich der Akku von so einem Joy-Con? Ich schau mal gleich nach, wie viel Akku wir noch haben. Ansonsten nehme ich einfach den blauen gleich. Es wird jetzt echt knifflig, ne? Da jetzt rauszukommen. Okay, ich kämpfe mal jetzt erst gegen die. Die und der Apollos hat sich in den Turm verirrt. Die gehört eigentlich gar nicht hin. Ja, glaube ich auch. Und die hat nur ein Pokémon. Da würde ich jetzt verstehen, wenn das Level 32 wäre. Weil die nur ein Pokémon hat, aber nicht 3 Apollo Level 32. Das ist wieder Level... Die hat 1 wieder auf Level 25. So, what the fuck? Wie funktioniert das System hier? Hat das überhaupt ein System? Ich glaube nicht. Hi, Kartix, es geht. Okay, wir holen uns da noch schnell das Items, kriegen wir noch schnell. 3 Hyperbälle, nice. Das ist sick. So. Das Item hier kann man sich auch noch schnell gönnen. Ein Hypertrank, alright. Okay, sie sind verschwunden, nice. Spawnen die natürlich wieder alle neu, man kennt's. Aber wir kriegen die mir lieber hier. Das war close. Okay, wir sind da. Alles klar. Verlass diesen Ort. Evo. Orange zittert vor Angst. Es traut sich keinen Schritt weiter. Okay, wir können schon mal nicht dran vorbei. Aber cool aussehen tut's trotzdem. Okay, dann lassen wir uns mal nach unten teleportieren. Oh nein, Hilfe. Alright. So, jetzt können wir unsere Pokémon heilen. Ist die Arena bald da? Ich glaube, es dauert nicht mehr so lange bis zur Arena. Also, es sollte nicht mehr so lange dauern, aber wir haben ja auch in Prismania City. Ist der richtige Name? Ich glaube schon. Ja, doch, Prismania City. Haben wir auch noch echt viel so zu erforschen. Deswegen, je nachdem, ob ich dann direkt die Arena mache oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber dann auch noch Team Rocket und so. Boah. Das ist auch noch ein bisschen. So, dann gehen wir mal runter zu Route 12. Sieht man jetzt schon Pokémon im Wasser? Nee, ich glaube erst, wenn man Surfer irgendwo einsetzt oder so, sieht man da Pokémon. Wäre auch echt traurig, wenn man so dort Pokémon sehen würde, weil wenn dann Shiny da ist und ihr könnt aber nichts tun. Leben vorbei. Hier geht's nach oben. Lavandia-Syndrom. Kannst du den Opa auf der Route...
Kennst du den Opa, der auf Route 12 wohnt? Der hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. So wie ich. Mein über alles geliebtes Pokémon wurde ein Pokémon zuletzt so robert. Hier nimm diese Therme, ich benötige sie nicht länger. Sick. Nehme ich doch gerne. Du bist ein angelnder Mann, okay. Du kannst den Pokémon-Turm sehen. Okay. Ja, Ruhrort ist nice. Kann man nichts gegen sagen. Sortieren nach Nummer. Ach, Jerry kann Ruhrort erlernen. Wollen wir aber nicht. Leider noch kein Shiny Glück gehabt, nee. Ich hoffe, das kommt noch. Okay, welches Pokémon haben wir vorne? Ja, wir haben F von vorne. Ist jetzt gut gegen die ganzen Angler, ne? Packen wir mal Erik nach vorne. Der sollte damit kein Problem haben. Die alle wegzuböllern. Der Arthur. Echt wie ein Sieb, heißt das. Der kann sich nichts merken. Noch nie gehört. Hey, warte, du hast echt noch nie gehört? Nein, Uti, oder? Du trollst gerade. Okay. Eigentlich ist Erik mega langsam, aber wir sind halt einfach zu viel Level über dem und es ist ein fucking Visafloor. Dich jetzt wirklich noch nie. Alter, als ob, Uti, erzähl doch nichts. Wie oft ich mittlerweile schon die erste Gen gespielt habe. Sogar alleine auf meinem Kanal schon. Theoretisch gesehen dreimal. Eher zweieinhalb. Ich habe Rot und Blau Soling mit Present. Pokémon Rot Taglock. Okay, eigentlich sind es insgesamt zweimal. Rot Taglock war ja auch nur so zur Hälfte quasi. Und damals die Rot Randomizer 721, ne? Die ich nie zu Ende gebracht habe. Aber dadurch, dass die Taglock und die 721er quasi als halbe zählen, habe ich es quasi zweimal durchgespielt. Auf meinem Kanal schon. Aber auch nur Rot, nicht Feuerrot und Blattgrün. Ich habe noch nie ein Feuerrot und Blattgrün Projekt auf meinem Kanal gebracht, ne? Voll crazy. Aber nur, dass du nicht denkst, ich wäre 4. Ich weiß, was eine Kassette ist. Okay, noch gerade so gerettet. Ein heftiges Garbador. Hab ich eigentlich, ich kann das mit Kopfnuss angreifen. Weil da muss ich nicht direkt für Blättertanz gehen, damit ich im Fall der Fälle nicht... Ah, oh, der Flinch. So delicious. Nicht, verwirrt bin. Dieser Moment, wenn man sich gerade ins Bett legt und dann sich fast auf die Katze setzt, weil man sie nicht gehört hat, fühlt's Batman. Aber auch nur fast. Alles gut. Alles easy. Golking. Sick. Hier dieser riesige Steg, auf dem man kämpft, sieht auch so schön aus. Kann man einfach nichts gegen sagen. Blattgrün, mein erstes Spiel, für mich wirklich ein richtig geiles Spiel. Vielleicht kommt immer was. Vielleicht irgendwann. Hätte ich auf jeden Fall Bock zu. Also ich bin jetzt auch nicht abgeneigt gegenüber Feuerrot und Blattgrün. Das hat sich scheinbar einfach nur noch nie ergeben. Hast du nicht bis vor kurzem ein Sacred Gold Projekt? Was war denn da los? Hust. Kannst du nicht sagen. Hast du die V-Richter Funktion geholt? Ja, Dave, die habe ich mir geholt. Hallo Erik. Alter, einfach verpasst, wie du ein geiles Visafloor geworden bist. Ich hoffe, du fühlst dich schlecht. Du fühlst dich richtig schlecht. Okay. Und wieder ein Schutz. Gibt's hier irgendwas? Sieht so verdächtig aus. Was steht denn da? Sportangelzone. Mann, aber es gibt gar keine Angel. Das ist voll dumm. Kann mal auf die, warte ich auch schon. Wann die wohl kommen wird. Ich weiß es nicht. Kann man nicht dabei sein, wenn man ein Visafloor wird. Ist echt so, Yannick, oder? Jo, der hat einen Garados. Sick. Aber der stirbt nach einem Blättertanz, oder? Kannst mir nichts erzählen. Erik ist so ein heftiger. Lol, der lebt den einfach wie als hätte. Der jetzt weiß nix. Aber der Fruchtklammer hat einfach gar keinen Schaden, Alter. Und das ist ein Garados.
Und irgendwie keinen Sinn, dass Bodycheck Rückstoß hat, aber Kopfnuss nicht. Da ich sowohl Eishockeyspieler als auch schon mal eine Kopfnuss vergeben habe, weiß ich, dass zweites mehr wehtut. Aber du musst überlegen, beim Eishockey trägst du Schutzkleidung. Und stell dir vor, bei der, der Kopfnuss hättest du auch Schutzkleidung getragen. Hätte beides nicht wehgetan. Aber beides ohne Schutzkleidung... Ich weiß nicht, was mehr wehtut. Ich kann es nicht genau sagen. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei Relaxo, oder? Nee, haben wir noch ein... Achso, okay, hier sind wir bei Relaxo. Naja, das haben wir ja schon. Der fährt noch gegen den Ass-Trainer. Und dann beenden wir den Part für heute. Ja, ich, was Erik, tut. Einfach keinen Schaden. Achso, er richtet keinen Schaden. In dem Punch steckt eine Menge Mühe. Tschüss. Oh lol, Tangela. Mann, ich hätte so gerne schon eine Giftattacke. Wann erlernt Bisafor denn eine Giftattacke? Ah, das macht er. Oh, stimmt, ja. Der ist ja komplett speziell, komplett physisch defensiv. Gehen wir mal ein Fireflash raus. Nein, ein Kopfnuss mit einem Helm kann schlimmere Folgen haben und mehr wehtun als ohne Helm. Das ist auch wieder wahr. Megasauger ist mittlerweile ja echt stark. Okay. Und Blut. Das sollte guten Schaden machen. Ja. Ich lade alles nochmal separat auf YouTube hoch. Ja, Dave. Easy. Damit auch alle Leute, die nicht alles sehen, konnten heute noch Glurak. Ja, ich denke schon. Oder halt eben... im Nachhinein halt nicht gespoilert werden wollten und so, sich das dann noch anschauen können. Onyx. Gehen wir raus in Erik. Schauen wir mal, ups, wann Bisafleur eine Giftattacke lernt. Ich hoffe doch mit Level 35 oder 36 spätestens. Gar nicht? Als ob. Der kriegt nur Matschbombe per TM. Okay, und wann bekomme ich die TM-Matschbombe? Alter, ich dachte, der ist einfach richtig gut in der Arena. Aber Erik ist ja richtig garbage einfach, wenn er keine Matschbombe vorher bekommt. Ja, der lernt doch keine Giftattacke, sehe ich gerade. Der ist ja mega traurig. Erik, warum bist du so scheiße? Alter... Bisher macht es mega viel Laune. Hey, Benny. Das ist echt ein gutes Spiel, finde ich, meiner Meinung nach. Fühlt sich mega schön an. Ist eine super nette Abwechslung. Super erfrischend. Vor allem das Pokémon-Fangen ist so nice. Du spielst einfach Pokémon Go zu Hause, meiner Meinung nach. Und du hast mega viel Spaß dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Und du hast mega Spaß dabei, allgemein Pokémon zu fangen ohne Ende. Ja, aber die Leute, die auf YouTube alles nachschauen und nicht hier sind, sind halt dafür nicht cool. Also von dieser Aussage möchte ich mich jetzt enthalten. Ey, ist ja nicht so toxisch wie du, lol. Stimmt, wegen Giftattacken, versteht ihr? Ah, not bad, Uji, der war not bad. Erklär mal bitte den Hintergrund des Namens Erik. Achso, naja, ist halt nach Erik benannt. Cyfox oder auch den viel cooleren Namen Killfinger. Wäre viel cooler als Cyfox. Zytox. Mann, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Killfinger war viel cooler. So, jetzt habe ich es gesagt. Leute, die nicht zur Zielgruppe gehören. Aber das ist kein Pokémon. Lol, wer sind die? Kenne ich eigentlich mittlerweile den Namen? Oder ja, ne? Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia. Und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Alter, jetzt kommt Dragosso. Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schneiden wir uns einfach dieses Dragosso und liefern es im Versteck ab. Glänzende Idee, James. Also auf ins Rocket-Gamer-Paradies in Prismania City. Ada, aber natürlich, mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringen dich hin. Ada, solche Hurensöhne!
Alter! Alter! Oh nein, das ist hier schrecklich. Kann ich nicht machen. Hast du das gerade auch gesehen? Team Rocket hat einfach so das arme kleine Tragosso mitgeschickt. Offenbar wollen sie nach Plasmania City. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Alter. Doch, Killfinger ist schon ein Zicker. Kann man nichts gegen sagen, Mann. Traurige Story, Mann. Hallo, der Balduin, der hat ein nices, Haruka, der hat ein nices Goldkick. Alter, 35. Heftig. Ich bin trotzdem schneller, wo ich ihn in den Minus gewesen habe. Als ob dieser Floor so schnell ist. Kann mir noch keiner erzählen. Und der reicht Level 35. Nice. Alter, 4200 Pokédollar. Das ist einfach fast ein Nugget. Nur für den einen Trainer hier. Ich bin auch traurig, dass Jesse James und Mautzi das erste Mal richtig in den Spiel vorkommen. Hä, in Pokémon Gelb waren die auch dabei. In Pokémon Gelb gab es Jesse und James auch. Wir müssen überlegen, Ash gab es noch nie in Spielen. Also theoretisch gesehen sind Jesse und James die ersten richtigen Anime-Charaktere, abgesehen jetzt von Misty und Rocco und den anderen Arena-Leitern, aber ihr versteht, was ich meine, glaube ich. Ash gab es noch nie in einem Videospiel. Außer Ash Greninja. Packen wir mal Jerry nach vorne. Oh, nevermind, hab Game nie gespielt. No problemo. Ich finde, ja, das ist echt traurig, dass Mautzi nicht spricht. Das finde ich auch sad. Okay, Smogon. Sonny scheint natürlich das Bisaflor schnell. Oh, wait, gibt ja gar keine Fähigkeiten. Stimmt, Michael gibt's noch als. Ah, stimmt, wir haben jetzt das Wutanfall. Nice. Bam, 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 bam. Tackle. Ja. More like. Battle! Verstehe, Bad und. Easy. Sweet. Warum heulen eigentlich so viele in dem Spiel? Ich kann es mir echt nicht erklären. Kapsel X-Tempo. Leute, da gibt es einfach einen Durchgang? Achso, nee, ist anders aus. Leute, hier gibt's gar nicht die 50 Trainer, die Rücken an Rücken stehen, oder? Vivo kann Outrage? Lol. Alle Särgen! Wo ist Särgler? Das ist Kingler? Ich habe mir Krabi gefangen, Särgen, aber hat sich bisher noch nicht ergeben, das ins Team zu packen. Aber ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Und Vivo kann Outrage, ja sogar per Level Up. Alter! Vivo. Blitzer. Ja, Vivo erlernt auf Level 31 Wutanfall. Das ist echt sick. Bam, 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 bam. Alter, Särgen, ich will echt nicht sagen, dass du was verpasst, wenn du das Spiel nicht spielst. Aber du verpasst echt was. Es ist echt gut. Also mir macht es mega viel Spaß. Es ist so erfrischend auf so vielen Ebenen. Das macht echt Bock. Wie war das Opening Pose sieht halt einfach richtig dirty aus. Ja, mega. Das ist ja ein Drache. Das ist ja ein Drache. Das ist ja eine Giraffe. Vielleicht hole ich es mir ja noch. Aber bis jetzt habe ich es nicht vor. Schade, Mann. Das Spiel ist echt gut. Das macht echt viel Spaß. Level 35, okay. Aber es schafft Jerry. Der hat zwar ein Verteidigungs-Minuswesen, aber ich glaube an den. Hornbohrer, alles klar.
Nö, das schafft er, haben wir gesagt. Nö, jawohl, alles klar. Tschüss. Ja, so viel dazu. Hat er fast geschafft. Jetzt kommt der Durchbruch, ihr killt aber. Ich glaube, der killt sogar noch nicht mehr. Nee. Was? Alter. Ich hasse mein Leben. Hallo? Ich wollte den Part schon längst beenden. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ich habe eben gesagt, wir beenden gleich den Part. Jetzt sind wir bei 40 Minuten. Alles klar, Leute. War mein XXL-Part. Ich hoffe, euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Wertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.